Ja, wir haben es gerade gehört, Führung braucht Menschen. Wir brauchen Menschen, die uns inspirieren, Menschen, die vorgehen aus dem Süden des Landes in den Norden. Wir haben gleich Dr. Cornelia von Valesco auf der Bühne. Sie ist vor 30 Jahren aus Bayern in den Norden gezogen, sogar noch nördlicher als Hamburg, in die Nähe von Kiel. Sie ist seit 25 Jahren fast Lehrtrainerin am ISB, hat heute ein paar Bücher mitgebracht zum Thema Leadership. Das ist hier der vierte Band, wo sie eben einiges über Generationen-Leadership auch geschrieben hat, was heute ihr Thema sein wird. Sie hat etwas darüber geschrieben, wie man ins Neue aufbricht, wie man auch alleine sich darin begleiten kann. Ich freue mich sehr, dich jetzt auf die Bühne bitten zu dürfen und bin gespannt auf deinen Vortrag, liebe Conny. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und ich habe mir zum Rahmenthema dieses Symposiums aus der Lebensphasenperspektive Gedanken gemacht. Und die Essenz dieser Überlegungen steckt im Titel meines Beitrags: Generationen Leadership als Schlüsselkompetenz in Zeiten des digitalen Wandels. Dieses Statement möchte ich gerne in 6 Thesen verdeutlichen und euch damit inspirieren. Und ganz entgegen meiner sonstigen Gepflogenheiten, dass ich so ganz talking by heart, also einfach so auch erzähle und rede, würde ich mich jetzt an mein Manuskript halten, denn ich habe mir wirklich um manche Formulierungen und vor allem auch um die Verdichtung gerungen, und innerhalb der kurzen Zeit ist es mir wichtig, dass ich es so und nicht anders sage. Vorab zu eurer Orientierung, das ist doch besser, vorab zu eurer Orientierung erstmal im Überblick die 6 Thesen. Also die erste These: Die Auswirkungen des digitalen Wandels fordern kollektive Intelligenz, Kreativität und Verantwortung heraus. These 2: Kollektive Intelligenz und Kreativität ist auf verschiedene Altersstufen verteilt. These 3: Generationen-Leadership bringt verschiedene Altersstufen in Dialog und ermöglicht gemeinsames Lernen zu herausfordernden Zukunftsfragen. These 4: Kernkompetenzen von Generationen-Leadership sind erstens reflektierte Selbstwahrnehmung und achtsame Neugier aus der Lebensphasenperspektive. Zweitens Einüben in Dialogfähigkeit. Und drittens Entwicklung einer Dialog- und Lernkultur. These 5, und was hat das alles mit dem ISB zu tun? Und These 6, und was hat das zu tun mit Maya Lunde und Johann Wolfgang von Goethe? So, dann starte ich mal mit der These 1: Die Auswirkungen des digitalen Wandels fordern kollektive Intelligenz, Kreativität und Verantwortung heraus. Die Art, wie wir heute kommunizieren, wie wir arbeiten, wie wir lernen und wie wir leben, ist bereits vom digitalen Wandel beeinflusst und wird, so die Prognose, sich im nächsten Jahrzehnt weiter dramatisch verändern. Digitaler Wandel, dieses Wort steht also für eine grundlegende Veränderung unserer Lebens- und Arbeitsbedingungen durch die Digitalisierung und die damit möglichen technologischen Entwicklungen, die im Unterschied zu den Jahrzehnten zuvor nicht langsam linear, sondern exponentiell verlaufen werden. Und wie das bei einem solch grundlegenden Wandel und Paradigmenwechsel ist, es tun sich dadurch eine unendliche Fülle von Chancen auf und von neuen Risiken. Denn es geht nicht nur um die technischen Innovationen in der Verknüpfung von Maschinen und an der Schnittstelle Mensch-Maschine, die unser Leben und Arbeiten verändern, sondern auch um die psychischen und gesellschaftlichen Auswirkungen, die diese technologischen Erfindungen nach sich ziehen. Für Freundschaft und Beziehungen, das kann man schon ein bisschen in Japan beobachten, für Arbeitsplätze, für Kinder- und Altenpflege, für Freiheitsrechte,
für Militärprodukte, um nur einige Stichworte zu nennen. Es geht also in diesem Zusammenhang auch um Verantwortung. Um die Verantwortung dafür zu sorgen, dass diese Technologie so genutzt wird, dass die Chancen überwiegen und wir das, was uns als Menschen ausmacht, nicht riskieren und kommerziellen Interessen zuliebe aufs Spiel setzen. Nie waren so viele so sehr wenigen ausgeliefert. So schon Aldous Huxley in Brave New World. Es ist also eine gewaltige kollektive Anstrengung und ein breiter Diskurs in Wirtschaft und Gesellschaft vonnöten, um die technischen, seelischen, gesellschaftlichen und ethischen Herausforderungen des digitalen Wandels für uns und nächste Generationen wegweisend zu gestalten. Was es dazu braucht, sind geballte kollektive Intelligenz und Kreativität. So komme ich zu meiner zweiten These. Kollektive Intelligenz und Kreativität ist auf verschiedene Altersstufen verteilt. Ein ganz besonderes Potenzial für kollektive Intelligenz und Kreativität, das weiß man seit jeher, steckt in der Begegnung, dem Austausch und der wechselseitigen Inspiration verschiedener Lebensphasen mit ihrer jeweils ganz spezifischen Sicht auf sich selbst, auf das Leben und die Welt. Denn in unterschiedlichen Lebensphasen hat man einen anderen Blick auf die Welt, sich selbst und andere. So Romano Guardini, ein Klassiker zu diesem Thema. Man erlebt sich selbst anders in seinem Körper. Man erlebt die Zeit qualitativ unterschiedlich, die vor und hinter einem liegt. 10 Jahre sind für einen 20-Jährigen die Hälfte der bislang gelebten Lebenszeit, also eine ziemlich lange Zeit. Und es liegen vor ihm von der durchschnittlichen Lebenserwartung her noch 60 Jahre, also 6 mal 10 Jahre, gemessen an dem, was er schon gelebt hat, also gefühlt eine wahnsinnig lange Zeit, in der er die Welt gestalten muss und gestalten kann. Die quantitativ gleichen 10 Jahre fühlen sich für einen 60-Jährigen wie mich völlig anders an. Sie sind ein viel kleinerer Anteil seiner bereits gelebten Zeit, 1/6, gefühlt also viel kürzer als für den 20-Jährigen. Und im Blick nach vorne und die eigene Lebenserwartung sind 10 Jahre in etwa die Hälfte seiner Restlaufzeit, also sehr viel. Und er weiß, der 60-Jährige und die 60-Jährige aus der Erfahrung, wie schnell diese Jahre vergehen werden. Der israelische Satiriker Ephraim Kishon sagt dazu: Ich fühle mich nicht alt, weil ich so viele Jahre hinter mir habe, sondern weil ich nur noch so wenige vor mir liegen. Man ist, um es mit Seneca aus dem berühmten Text De Brevitate Vitae zu sagen, man ist unterschiedlich lange da gewesen und wird voraussichtlich noch unterschiedlich lange da sein. Das macht einen wesentlichen Unterschied. Und so sieht und erlebt man dieselben Dinge von einem anderen Ort im Lebenszyklus, in einem anderen Licht und mit anderem Gewicht. Die Perspektive des 20-Jährigen ist dabei ebenso wichtig und richtig wie die des 60-Jährigen. Keine dieser Perspektiven ist ersetzbar durch die andere. Jede Perspektive macht einen Unterschied im Blick auf das Ganze. Zusammen ermöglichen sie ein umfassenderes Bild von der Welt. So wie die Sonne über den Vormittag und Nachmittag hinweg unterschiedliche Facetten der Wirklichkeit beleuchtet und in Licht und Schatten taucht. Dieses inspirierende Bild der auf- und untergehenden Sonne für die unterschiedliche Perspektive der ersten und zweiten Lebenshälfte verdanken wir C.G. Jung, einem weiteren Klassiker zu unserem Thema. Er hat mit seiner Unterscheidung von erster und zweiter Lebenshälfte und dem Umbau der Perspektive in der Lebensmitte eine Art Basismodell entwickelt. Am Vormittag und Nachmittag des Lebens sind wie bei der Sonne andere Bereiche derselben Welt mit seelischer Energie aufgeladen und existenziell bedeutsam.
In der ersten Lebenshälfte geht es um die Teilhabe am Leben, um den Aufbau einer materiellen und sozialen Existenz. Ab der Lebensmitte, in der uns durch das sichtbare Älterwerden der eigenen Eltern zunehmend die eigene Vergänglichkeit auf den Pelz rückt, werden andere Themen existenziell bedeutsam, etwa die Frage, wozu bin ich eigentlich da und was macht mein Leben zu dem einmaligen Leben, das es war und ist. Nur wenn wir uns in der zweiten Lebenshälfte diesen tieferen Fragen unserer Existenz stellen, bleiben wir, auch wenn wir altern, an den Strom der Lebendigkeit angeschlossen. Ein wunderschöner Gedanke von Erik Erikson, einem weiteren Klassiker zu den Lebensphasen. Die existenziell unterschiedliche energetische Aufladung derselben Welt an unterschiedlichen Orten des Lebens bewirkt unterschiedliche Foki, unterschiedliche Entwicklungsthemen und unterschiedliche Stärken der ersten und zweiten Lebenshälfte und einen unterschiedlichen Ergänzungsbedarf durch die jeweils andere. Darin steckt großes Potenzial für den Einzelnen wie für das Kollektiv. Wenn es gelingt, dass Menschen, die an unterschiedlichen Orten im Leben stehen, sich begegnen, dann, so die Idee, kommt jeder an seinem Ort mehr in sein Wesen und bekommt ein Stück von der Qualität des anderen Orts geschenkt. Der Jüngere wird wesentlicher in seiner Frische und Kraft, der Ältere lebendiger und offener in seiner Erfahrung. Und so entsteht in jeder Perspektive und zwischen den Perspektiven durch die Begegnung etwas Größeres, Neues, Umfassenderes. Ganz im Sinne von Rupert Ley, einem Dialektiker, der sagt, Begegnung mit dem Andersartigen belebt die Eigenart. Wenn es also gelingt, diese unterschiedlichen Perspektiven in Dialog zu bringen, seit jeher spricht man vom Ideal des Generationendialogs, dann ist das ein Milieu, in dem kollektive Intelligenz und Kreativität gedeihen. Das gilt auch für die Auseinandersetzung mit dem digitalen Wandel und die Gestaltung seiner vielschichtigen Herausforderungen. Jedoch, das, was man in unterschiedlichen Lebensphasen hierfür an Perspektive mitbringt, aus gelebter Vergangenheit und möglicher Zukunft, was man mitbringt an Erfahrungen und Träumen, an Know-how und methodischen Zugängen, an Haltungen und Prioritäten. Es ist, so die Einschätzung vieler Generationen vor uns, nicht nur unersetzbar für die kluge und kreative Bewältigung der Zukunft, es ist auch schwer übersetzbar und hoch anfällig für Missverständnisse und Konflikte. Und hier kommt Generationenleadership ins Spiel, um eine dritte These. Generationenleadership bringt verschiedene Altersstufen in Dialog und ermöglicht gemeinsames Lernen zu herausfordernden Zukunftsthemen. Was ist Generationenleadership? Ich wähle ganz bewusst den Begriff Generationenleadership im Unterschied zu dem in der Fachliteratur überwiegend benutzten Begriff des Generationenmanagements. Denn es braucht mehr als Management, um für die Lösung drängender Zukunftsfragen einer Firma oder einer Gesellschaft den Dialog zwischen verschiedenen Altersstufen zu ermöglichen und zu unterstützen. Hier ist Leadership gefragt, so wie John Picotta diesen Begriff 1990 in einem wegweisenden Buch geprägt hat. Hier braucht es inspirierende und motivierende Führung. Hier braucht es Authentizität. Und hier braucht es den begeisterten und begeisternden Bezug auf etwas Verbindendes, Größeres. Bei Generationenleadership geht es also um die Fähigkeit, authentisch mit Menschen verschiedener Altersstufen in Kontakt zu gehen und sie in ihren spezifischen Stärken zu stimulieren und zu entwickeln. Es geht ferner darum, Menschen aller Altersstufen glaubwürdig für das größere Ganze zu gewinnen und sie in der Begeisterung dafür in ihren Kompetenzen und Potenzialen so miteinander zu verbinden,
dass kollektive Kreativität und kollektive Intelligenz entstehen können. Damit ist Generationen Leadership nah an dem Führungsverständnis, das Friedrich Glasl in der Steuerung globaler Unternehmen für wesentlich hält. Ermöglichung, Facilitation, die Menschen verbindet und gemeinsames Lernen möglich macht. Ferner Ambiguitätstoleranz und Konfliktfähigkeit, sowie die Fähigkeit, Thorsten hat es ja auch schon erwähnt, in größeren Zeitspannen zu denken. Ein Bedarf an Generationen-Leadership in diesem Sinne wird, so mein Eindruck aus der Praxis, vor allem von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der zweiten Lebenshälfte im Blick auf den digitalen Wandel aktuell schmerzlich empfunden. Ich habe jetzt einen Originalton aus einem Standortbestimmungsseminar 50+ bei einem großen Versicherer. Zitat: Digitaler Wandel ist anscheinend ein junges Thema. Das ist anscheinend nichts für 50+. Wenn es darum geht, bei Projekten zum digitalen Wandel Leute zu finden, die da mitarbeiten, dann setzen unsere Führungskräfte immer auf die Jungen. Auch wenn wir Lust haben, uns leistungsstark fühlen und viel Erfahrung mitbringen, sind wir in unserem Alter dann nicht mehr gefragt. Das geht total auf unsere Motivation. Und das hat auch dazu geführt, dass sich in unserer Mitarbeiterbefragung vor kurzem viele ältere Mitarbeiter von den Führungskräften nicht wertgeschätzt fühlen. Zitat Ende. Wenn man berücksichtigt, dass Versicherungsgesellschaften und andere große Unternehmen eine wachsende ältere Belegschaft und im Moment ein Durchschnittsalter 45+ haben, dann wird klar, dass man sich einen derartigen Ressourcenverschleiß und Motivationsverlust von großen Teilen der Belegschaft nicht leisten kann. Dann braucht es zur Gestaltung des digitalen Wandels mehr als das Bevorzugen und Einstellen junger Leute. Dann braucht es bei den Führungskräften die Entwicklung von Generationen Leadership. Und damit sind wir bei den Kernkompetenzen von Generationen Leadership, so wie ich es sehe. Erstens, reflektierte Selbstwahrnehmung und achtsame Neugier aus der Lebensphasenperspektive. Ja. Ach so. Das ist gelebtes, jung und alt. Ja. Also, ich mache mal weiter mit der ersten Kernkompetenz. Da ist die Lebensphasenperspektive erstmal, die als relevante und inspirierende Perspektive von Führungskräften überhaupt erkannt und gefühlt werden muss, damit es als Kernkompetenz überhaupt wirksam wird. Gemeint ist ein internalisierter, gleichsam in der Gewohnheitswahrnehmung verankerter Blick auf die Komplexität von Wirklichkeit, der die Lebensphasen als relevanten und inspirierenden Aspekt von Führung und Zukunftsgestaltung fokussiert und unterschiedliches Erleben und Wahrnehmen verschiedener Lebensphasen für möglich hält, beobachtet und gegebenenfalls auch bespricht. Dazu gehört Know-how zu den Lebensphasen und ihrem unterschiedlichen Blick auf das Leben, aber nicht nur. Entscheidend bei Generationen-Leadership ist, dass man auch selbst im Kontakt mit dieser Perspektive ist, sprich ein Gefühl dafür hat, wo man selbst im Lebenszyklus steht und die damit verbundenen Fragen, Themen, Potenziale und Prioritäten spürt und wahrnimmt. Nur eine Führungskraft, die sich des eigenen Standorts bewusst ist, kann sich von da aus bewusst auch auf andere Standorte beziehen und dafür interessieren. Nur wer die Stärken und Einschränkungen seiner Perspektive aufs Leben kennt und akzeptiert, kann sich ohne Angst vor Abwertung für Ergänzungen öffnen. Entscheidend für Generationen-Leadership ist ferner eine systemische Haltung im Umgang mit dieser Lebensphasenperspektive. Das heißt, ein wertschätzendes Interesse am Gegenüber und ein offenes Erkunden seiner Wirklichkeit. Hier geht es nie um die Wahrheit, sondern immer um Hypothesen, die es zu erkunden, zu differenzieren, zu verproben, zu entwickeln und gegebenenfalls auch zu verwerfen gilt. Insofern ist reflektierte Selbstwahrnehmung und achtsame Neugier unter der Perspektive Lebensphasen
eine Kernkompetenz von Generationenleadership. Damit die Potenz unterschiedlicher Lebensphasen sich als kollektive Intelligenz und Kreativität entfalten kann, braucht es Raum, inneren Raum und äußeren Raum für die Begegnung und den Diskurs verschiedener Lebensphasen. Es braucht Respekt vor dem Nicht-Auflösen, das ist ganz wichtig, es braucht Respekt vor dem nicht auflösbaren Unterschied der anderen Perspektive. Neugier und echtes Interesse an diesem Unterschied, sowie die Bereitschaft, eigene Konstruktionen der Wirklichkeit zu hinterfragen. Es braucht, um es mit Otto Scharmer zu sagen, eine Öffnung des Denkens, des Herzens und des Willens. Kurzum, es braucht Raum für Dialog und eine dialogische Haltung. Weil diese im Alltagsleben, in der Politik, in der Wissenschaft und Wirtschaft oft fehlt, gibt es, so David Bohm, so wenig wirklich Innovatives. People don't listen, they reload. Deshalb hat Bohm ein meiner Einschätzung nach geniales, weil einfaches Übungsformat für dialogische Haltungen entwickelt, indem man sich einübt, erstens sich selbst beim Denken achtsam zuzuhören, zweitens dem anderen achtsam zuzuhören, so als sei er weise, und drittens achtsam zu sprechen, indem man eigene Positionen in forschende Fragen verwandelt, die zum Mitdenken einladen. Eine dialogische Haltung gehört seit jeher zu den Qualitäten, die man im Umgang mit verschiedenen Lebensphasen für förderlich hält. Der Physikerphilosoph Georg Christoph Lichtenberg beschreibt das so: Der Weisheit erster Schritt ist, alles anzuklagen. Der letzte, sich mit allem vertragen. Also zuerst Diskurs und Auseinandersetzung im Respekt vor der Weisheit der anderen Perspektive und dann nach mehreren Schleifen am Ende der kreative Sprung in etwas Neues, Verbindendes. Das ist die Anatomie des kreativen Augenblicks, so der Kreativitätsforscher Daniel Goleman. Das ist so der Titel meines Buchs zur Innenseite von Veränderung, der Aufbruch ins Neue. Sich um diese diskursive, dialogische Haltung und zuversichtliche Geduld zu bemühen und sie kontinuierlich einzuüben, ist eine weitere Kernkompetenz von Generationenleadership. Damit kommen wir zur dritten, Entwicklung einer Dialog- und Lernkultur. Also mir ist in den letzten Jahren ganz deutlich geworden, dass die Entwicklung einer Kultur, in der solche Haltungen gefragt sind und gedeihen, eine weitere Kernkompetenz von Generationenleadership ist. In der Begegnung und im Diskurs verschiedener Lebensphasen entstehen im Alltag nur Raum für Dialog und eine entsprechende Haltung, wenn es dafür eine Kultur gibt, die das ermöglicht, wenn es dazu positive Geschichten, Vorbilder, Rituale und Gewohnheiten gibt. Wenn Dialog nicht nur gefordert, sondern im Alltag gelebt und eingeübt wird. Wenn immer wieder erlebt wird, dass sich die Mühen einer dialogischen Haltung lohnen, weil dadurch gemeinsames Lernen möglich wird und tatsächlich Neues entsteht. Im Blick auf die aktuelle Realität von Unternehmen und Gesellschaft ist hier Kulturentwicklung gefragt, und Kulturentwicklung ist Chefsache, so wie Bernd Schmidt, der Begründer des ESB, in einem lesenswerten OE-Buch sagt. Insofern gehört die Entwicklung einer Dialog- und Lernkultur im Alltag einer Organisation nicht nur zu den Basiskompetenzen einer wirksamen Organisationsentwicklung, sondern auch zu den Kernkompetenzen von Generationenleadership. Und was hat das alles mit dem ESB zu tun? Hier sind ja auch Gäste. Für alle, die das ESB und seine Kultur kennen, erschließt sich diese Frage von selbst. Die Lernkultur dort ist genau auf die Entwicklung der beschriebenen Haltungen fokussiert und im Reigen der dort gelehrten Perspektiven hat auch die Lebensphasenperspektive ihren Platz. Dafür wurden angemessene Lernsettings entwickelt, die kontinuierlich weiterentwickelt werden. Und besonders bemerkenswert
finde ich, und das ist jetzt kein Schmäh, finde ich die Art von professionellen Kollegen und Kolleginnen, die diese Lernkultur anzieht. Ich habe noch nirgendwo in meinem mittlerweile 64-jährigen Leben so eine Ansammlung von lebendigen, klugen, kreativen und verantwortungsbereiten Menschen unterschiedlichen Alters erlebt wie dort. Möglicherweise hat es damit zu tun, dass Kulturentwicklung das Kerngeschäft dieses Instituts ist. Dialogische Lernformate stehen im Zentrum. Es geht nicht um Tools und Rezepte, es geht um Perspektiven, Prinzipien und Haltungen. Es wird auf der seelischen Betriebssystemebene gelernt. Man entwickelt sich als Person und Professioneller weiter in seiner Perspektive auf die Welt, sich selbst und andere. Gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen aus verschiedenen Lebensphasen. Einübung in den Generationendialog gehört insofern implizit zur Lernkultur. Und was hat das alles mit Maja Lunde und Johann Wolfgang von Goethe zu tun? Die Norwegerin Maja Lunde, die über Nacht mit ihrem Generationen-Science-Fiction-Roman »Eine Geschichte der Bienen« zur globalen Bestseller-Autorin avancierte, sagt in einem berührenden Interview im Schweizer Fernsehen mit dem Titel »Wir haben die Erde von unseren Kindern geborgt«, Zitat, »Wir sind Teil eines größeren Ganzen. Wir sind all verbunden mit der Natur und all verbunden als Generationen. Das Problem im Umgang mit modernen Technologien ist unsere Passivität und die Blindheit in unseren Aktivitäten«, Zitat Ende. Johann Wolfgang von Goethe meint in Sachen Blindheit, das Auge schläft, bis es der Geist mit einer Frage weckt. In diesem Sinne, und damit möchte ich schließen, verstehe ich den Titel dieses Keynotes und die dazu soeben skizzierten Thesen. Sie sind als Fragen im Sinne von Goethe gedacht, die beim Thema dieses Tages Führung als Ermächtigung und Dienstleistung in einer digitalen Welt das Auge wecken wollen und eine nach meiner Einschätzung wichtige Perspektive ins Blickfeld rücken. Generationenleadership. Vielen Dank. Applaus